Kapitel 13, Nummer 26, Hören und Verstehen. Aber Sie haben doch das Wichtigste hinter sich. Ein ganzes Leben voller Arbeit. Nichts als Arbeit. Sie sollten sich jetzt ausruhen. Man sollte eigentlich nicht mehr leben. Das darf Ihre Familie nicht hören. Die leben alle ohne mich. Niemand fragt mich. Niemand redet. Was machen wir morgen? Wie steht es draußen? Die gehen aus und ein, laufen fort. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nie, was sie tun, was los ist. Natürlich. Sie sitzen immer nur da und sehen nicht so richtig, was um sie herum vorgeht. Gar nichts sehe ich. Da haben Sie das Gefühl, dass das Leben an Ihnen vorbeigeht. Draußen auf der Straße. Auch hier. Auch hier im Hause. Alle kommen und gehen und keiner sagt, woher, wohin. Viel. Was glauben Sie, wie die Kinder Sie vermissen würden, wenn Sie einmal nicht mehr da wären? Und dann, ja, dann eben auch die anderen alle. Die sind jetzt natürlich daran gewöhnt, dass Sie da sind. Aber den Verlust spürt man ja erst, wenn man etwas nicht mehr hat. Das sind schöne Worte. Es ist schwer, alt zu sein. Kommen Sie wieder, wenn Ihnen die Arbeit Zeit lässt. Aber